Schnell, schneller, am schnellsten. Am Wochenende wurde die Schwimmhalle im Sportforum Hohenschönhausen zur kochenden Arena. Der Berliner Schwimmverband lud Nachwuchsschwimmerinnen und Nachwuchsschwimmer zur besten Ermittlung in den langen Strecken. Unter den Athleten waren auch EM-Teilnehmer am Start. Der Leipziger Ramon Klenz zog wieder alle Blicke auf sich. Er überzeugte über 400 Meter Lagen mit einer Topzeit. Auch im 800 Meter Freistilrennen zeigte er seine Klasse. Sieger auch da, Ramon Klenz. Natürlich hat der Vize-Europameister einen ganz bestimmten Plan, ein ganz bestimmtes Ritual, bevor es für ihn ins Becken geht. Relativ langes Einschwimmen, also weil es halt so trainingsmäßig ist. Und dann mache ich halt viel so, dass ich mit Leuten rede, mich halt versuche abzulenken und dann halt so 20 Minuten vor dem Wettkampf ziehe ich halt meine Wettkampfsachen an. Auch Leonie Kullmann ist keine Unbekannte. Bereits 2016 nahm sie mit dem deutschen Schwimmteam an den Olympischen Spielen in Rio teil. Lange Strecken sind ihr nicht fremd. Sie gehören zum täglichen Trainingsprogramm am Bundesstützpunkt Berlin. Das ist jetzt ein guter Trainingswettkampf für uns, einfach so, um zu überschauen, wie gerade unsere Grundlage ist, wie wir das im Training und dann auch im Wettkampf umsetzen können. Maja Tobin vom Berliner TSC nutzte den Wettkampf, um neue Techniken auszuprobieren. Diese zahlten sich aus. Sie setzte sich über die Freistilstrecken 400 und 800 Meter knapp vor ihrer starken Kontrahentin Leonie Kullmann durch und entschied für die Wettkämpfe für sich. Im letzten Jahr konnte die Berlinerin ihre herausragenden Leistungen erstmals bei einer Kurzbahn-EM unter Beweis stellen. Es war atemberaubend. Ich habe das erste Mal wieder so richtig gezittert auf dem Stapler vor Aufregung. Aber es war eine sehr wichtige Erfahrung, glaube ich, jetzt vor allem auch vor dieser Saison. Klenz, Kullmann und Tobin sind schon lange nicht mehr von der deutschen Schwimmspitze wegzudenken. Alle drei haben ein ganz großes Ziel vor Augen. In diesem Jahr die Olympischen Spiele, na klar, in Tokio. Wir drücken ganz fest alle Daumen für die Olympia-Qualifikation. Aber bis dahin gilt es natürlich noch, neue Bestzeiten zu schwimmen. Ganz nach dem Motto, schnell, schneller, am schnellsten.